Also ich würde es auf gar keinen Fall mehr alleine machen. Mir fiel es wirklich leicht, nachdem ich den Plan hatte, mich auch dran zu halten, auch auf Festivals kein Alkohol zu trinken. Ich habe auch das erste Mal jetzt eine kurze Hose angezogen, was ich seit Jahren nicht mehr angezogen habe. Ich bin wirklich froh, dass ich es durchgezogen habe und angefangen habe. Das war die beste Entscheidung. Verwandlung. Ja, genau, richtig gemacht. Ja, also ich freue mich so, dass du heute hier bist, dass du so lange. Wie lange war denn deine Fahrt jetzt? Ja, 5 Stunden. 5 Stunden, okay. Warum fährt man 5 Stunden zu so einem Event? Was ist heute deine Motivation und dein Ziel? Ja, ich wollte, nachdem ich schon ein bisschen was abgenommen habe und ihr mir da viel geholfen habt, wollte ich euch jetzt mal persönlich kennenlernen und dann Bodyscan und so auch machen. Hey, richtig gut. Du brauchst überhaupt nicht so aufgeregt zu sein. Was ist so eine der Ängste gewesen, die du vorher hattest? Dass ich es einfach nicht durchziehe und wieder aufhöre, das zu machen. Okay, ich weiß noch. Genau, als wir das erste Mal gesprochen haben. Und wie war es denn jetzt, dann, nachdem du dann angefangen hast? Mir fiel es wirklich leicht, eigentlich, nachdem ich den Plan hatte, mich auch dran zu halten, auch auf Festivals kein Alkohol zu trinken. Ja. Yes, gut. Ja, also hast du schon, dass du jetzt sagst, hey, deine Achtsamkeit hat sich erhöht, wenn ich das jetzt so raushöre, ja? Ja. Was war so ein größtes Learning, das du gemacht hast oder ein Highlight für dich in dieser Zeit? Es muss jetzt gar nichts im Kurs selbst gewesen sein, sondern was du vielleicht im Kurs mitgenommen hast und dann in deinem Alltag umgesetzt hast. Ja, das bewusste Essen. Ich habe nicht einfach, wenn ich Langeweile hatte, zu irgendwas gegriffen, sondern ich habe mir meine Mahlzeiten wirklich vorbereitet und wenn ich Hunger hatte, dann halt irgendein Gemüse statt Gummibärchen oder so gegessen. Boah, gut. Ja. War das eine Herausforderung für dich? Die ersten 2 Wochen, ja. Okay, was war so herausfordernd? Ja, gerade in der Arbeit, wenn mal Langeweile das so war, wir haben da einen riesengroßen Süßigkeiten-Schrank, da nicht hinzugehen. Ja, okay. Ja. Aber du hast jetzt, und wie hast du das so für dich gelöst, dass du da jetzt nicht hingehst? Ja, halt mir Essen mitgenommen, zum Beispiel Gurken, kleingeschnitten, Tomaten und dann halt statt all den Süßigkeiten-Schrank eine Gurke gegessen. Ja, okay. Ja, war richtig, richtig gut. Aber geht doch auch, oder? Ja. Also, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass du einfach bei uns dabei warst, weil ich weiß ganz genau, guck mal, wir haben im Dezember, glaube ich, telefoniert, ne? War das erste Mal Dezember, ne? Ja. Und dann hin und her, immer mal wieder überlegt. Was war denn zum Schluss der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, komm, jetzt mache ich doch mit? Weil ich mich einfach gar nicht mehr wohlgefühlt habe und ich sage, okay, ich muss jetzt wirklich was machen. Wie hat sich dein Wohlbefinden verbessert? Also viel besser. Ich habe auch das erste Mal jetzt eine kurze Hose angezogen, was ich seit Jahren nicht mehr angezogen habe. Ja. Ey, ich habe mich so gefreut, als du das so mit mir geteilt hast. Dankeschön. Ne? Ja. Ach, wie toll. Gibt es irgendwas, was du vielleicht einer Frau sagen könntest oder würdest, wenn sie jetzt vielleicht an einem Punkt steht, ähnlich wie an dem du gestanden hast, wo du so überlegt hast, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich das in mich investieren, versuche ich das wieder alleine? Was würdest du jetzt sagen, nachdem du das jetzt bei uns so miterlebt hast? Also ich würde es auf gar keinen Fall mehr alleine machen. Ich bin wirklich froh, dass ich es durchgezogen habe und angefangen habe. Das war die beste Entscheidung. Hey, super. Ich danke dir. Danke, dass du mal ein paar Worte gesagt hast, auch wenn du jetzt sehr aufgeregt warst, aber nicht so schlimm. Das ist genau gut so. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.